nur ein kurzer Gedanke. Kommen wir zu meiner Serie Nur ein kurzer Gedanke. Wie immer nehme ich Sie ein paar Minuten mit in meine Gedankenwelt und schildere Ihnen ein paar Gedanken von mir, die mich im Moment beschäftigen. Wie schon in der Ankündigung oder wie am Anfang gesagt, geht es mir diesmal im Bereich der Fortbildung und Weiterbildung im Bereich Demenz darum, wie ich denn die Richtigen erreiche. Ja, wie erreiche ich die Richtigen für unsere Seminare? Das kann man natürlich fragen, ja, Moment, die Richtigen sind diejenigen, die in den Seminaren sitzen, das sind sie sicherlich auch. Aber Tatsache ist natürlich, dass sie meistens in den Seminaren Menschen sitzen haben, die sich sowieso mit diesem Thema beschäftigen wollen, die vielleicht Dinge verändern wollen, besser machen wollen oder manchmal auch Bestätigung für ihre gute Arbeit suchen. Zumeist sind ja diese Seminare freiwillig. Ja, Menschen melden sich dafür an, bezahlen dafür noch Geld. Aber was ist der Grund, warum wir in diesen Seminaren häufig eben nicht diejenigen hätten haben, von denen ich sagen würde, dass sie es am nötigsten hatten. Nämlich die Menschen, die häufig Angst haben vor Veränderung. Die Menschen, die glauben, sie könnten immer noch so mit Menschen mit Demenz arbeiten wie vor 30 oder 40 Jahren. Ich sage immer etwas salopp, wenn ich heute als Elektriker so Kabel verlegen würde wie vor 40 Jahren, dann wäre ich schon längst gefeuert worden. In der Pflege ist das nicht so. Sie sind nicht verpflichtet, Fort- und Weiterbildung zu machen. Was wir Ihnen aber seit vielen, vielen Jahren immer unserer Arbeit im Dialogzentrum präsentieren, ist natürlich, dass sich Dinge ändern und dass es neue Erkenntnisse gibt, die uns einfach auch helfen. Das heißt, wir haben häufig in den Seminaren eben diejenigen sitzen, mit denen wir sowieso versuchen, Dinge zu verändern oder die selbst auch gewillt sind, Dinge zu verändern. Das hat natürlich damit zu tun, dass Veränderung und Fremdheit natürlich Angst macht. Menschen haben Sorge davor, dass sich ihr Arbeitsplatz verändert, haben Sorge davor, dass sich die Anforderungen an sie verändern. Aber wie können wir es denn erreichen, dass die, ich habe sie jetzt so genannt, die Richtigen, also die, die vielleicht auch sonst beratungsresistent sind, in unsere Seminare kommen, also nicht nur in unsere, sondern auch in diejenigen von Ihnen oder von wem auch immer. Und da geht es natürlich darum, dass wir den Menschen die Angst vor diesen Seminaren nehmen müssen. Wir müssen ihnen die Angst davor nehmen, dass diese Veränderung, dass diese neuen Erkenntnisse, die wir ihnen vielleicht präsentieren und auch vielleicht manchmal die Fehler, die wir ihnen aufzeigen, dass die nicht bedeuten, oder dass das nicht etwas ist, was sie in ihren Grundfesten erschüttern muss. Das heißt, wir müssen natürlich vorangehen und bereit sein, Veränderungen nicht nur aufzunehmen, sondern auch mithilfe von neuen Erkenntnissen Dinge neu gestalten. Und ich denke, da sagen viele, ja, das geht nicht, das funktioniert nicht, das war auch immer so. Wenn sie aber überlegen, natürlich, diesen Spruch, den kennen wir alle, gerade in der Pflege, ja, das war schon immer so, das wird immer so bleiben, aber auch das, was immer so war, ist irgendwann neu gewesen und ist vorgelebt worden. Und also, ich denke, eine der Möglichkeiten, die wir haben, ist, ein neues Verständnis vorzuleben und zu zeigen, dass es uns hilft. Und was ganz, ganz wichtig ist, dass wir zeigen, dass diese Vision zu entwickeln und Dinge anders zu machen, dass das einfach auch Freude bereiten kann, dass das etwas Tolles ist, dass das unseren Beruf spannend macht, dass das interessant macht und dass es keine Bedrohung für uns ist, sondern ganz im Gegenteil, dass es im Grunde eine Hilfe ist, aber vor allen Dingen etwas, was ja eigentlich unseren Beruf auch ausmacht und warum viele von uns diesen Beruf irgendwann einmal gewählt haben. So in der gesamten Versorgung. Ich rede jetzt nicht nur von Pflege, ich rede von Ergotherapie, von Physiotherapie, von Musiktherapeuten, von Psychologen, von Medizinern, von Betreuungshilfen, von all den Menschen, die mit Menschen mit Demenz oder Menschen mit anderen psychischen Erkrankungen arbeiten. Natürlich kostet Fortbildung Geld und natürlich sollte das in allererster Linie natürlich vom Arbeitgeber bezahlt werden. Aber nichtsdestotrotz muss mir auch klar sein, dass mir selbst meine Weiterbildung, meine Bildung etwas wert ist. Und ich denke,
da muss man auch noch mal drüber nachdenken, ob es denn nicht auch vielleicht ein Anspruch an mich selber sein kann, dass ich, ohne dass mein Arbeitgeber das unbedingt protegiert, sondern dass ich selber sage, ich will mich weiterbilden, ich will mich fortbilden. Oder denken Sie mal an den ganzen verfallenen Bildungsurlaub, den Festangestellte haben. Ja, da verschenken wir unendlich viel Zeit und Geld, weil wir den nicht in Anspruch nehmen. Möchte Sie da noch mal darauf hinweisen? Woran liegt es also? Das eine ist sicherlich, es gibt keinen Zwang zur Fort- und Weiterbildung bei uns. Das ist in anderen Ländern anders. Wenn Sie nach Großbritannien gehen, verlieren Sie zum Beispiel Ihre Lizenz als Krankenpflegerin oder Krankenpfleger, wenn Sie nicht so und so viel bestimmte Fortbildungen im Jahr machen. Es ist sicherlich eine Überlegung, darüber nachzudenken, ob das auch für uns sinnvoll sein kann. Aber natürlich geht es auch darum, dass natürlich in den Einrichtungen Rahmenbedingungen geschaffen werden muss, in denen ich auch das, was ich lerne oder ja, in denen ich meine Visionen auch verwirklichen kann. Ja, und auch das gehört dazu. Das heißt, die Organisation gehört immer dazu. Heißt das dann aber, dass ich erst mit Veränderung starten kann, wenn alle Rahmenbedingungen passen? Ich glaube nicht. Ich glaube aber, dass ein Grundmaß an bestimmten Bedingungen da sein muss. Also zum Beispiel die Möglichkeit, überhaupt mit so etwas wie Fallarbeit zu arbeiten, auch die zeitliche Möglichkeit. Oder dass ich Vorgesetzte habe, die und Geschäftsführungen habe, die sagen, es ist wichtig, dass sich Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz weiterentwickelt. Wenn ich diese Rückendeckung habe, dann fällt es natürlich auch leichter, etwas zu verändern. Und dann gibt es natürlich wirklich die Menschen, die absolut beratungsresistent sind. Die Fortbildner unter Ihnen kennen das vielleicht. Es gibt diese Menschen in Ihren Seminaren, da können Sie noch so begeisternd erzählen, dort können Sie noch so tolle Sachen mit den Leuten erarbeiten und Sie wissen schon, das wird nie umgesetzt worden, weil die Grundhaltung derer ist, das kann ich sowieso nicht machen und außerdem ist das, wie ich es mache, gut und ich will auch nicht, dass sich etwas verändert. Und da kann ich Ihnen einfach nur den Tipp geben, auch als Fortbildner, das habe ich letztens noch in der Fortbildung hier bei uns im Dialogzentrum gesagt, arbeiten Sie mit denen, die mit Ihnen arbeiten wollen. Aber wenn die Menschen, mit denen Sie jetzt arbeiten, die freiwillig in Ihre Seminare kommen oder Ihre Fortbildung machen, wenn die sozusagen ein gutes Beispiel in Ihren Einrichtungen abgeben, dann erreichen Sie vielleicht über die auch diejenigen, die von selber sonst vielleicht nicht gekommen wären. Und vielleicht, wenn Sie begeistert davon erzählen, was Sie gelernt haben oder worin Sie sich bestätigt gefühlt haben, hilft das vielleicht, andere auch zu überzeugen. Dazu gehört aber auch, und das ist zum Schluss jetzt und nochmal extrem wichtig, dass Fortbildung auch gut sein muss. Ja, also wenn Sie sich zu Tode langweilen in so einer Fortbildung oder der oder diejenige, die das machen, selber fachlich gar nicht auf der Höhe sind, dann kann ich auch nicht erwarten, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer solcher Fortbildungen tatsächlich sich weiterentwickeln. Also wichtig ist es natürlich auch für diejenigen, die coachen, die Trainerinnen und Trainer, dass die auf der Höhe der Zeit sind und sich weiterentwickeln und vielleicht auch ein gewisses Talent zu dem haben, was sie dort tun. Also die Frage nochmal, wie erreiche ich eigentlich die, die eigentlich da sein müssen, nämlich die, die vielleicht sonst eher sich gegen alle stellen und einfach nur so wollen, dass es so bleibt, wie es ist. Ich kann Ihnen einfach nur sagen, ich glaube, dass die Entwicklung in der Pflege oder dass nur Entwicklung in der Pflege auch tatsächlich den Menschen die Freude an ihrem Beruf geben kann. Und dass das extrem wichtig ist, dass wir, Sie, die Sie das hier vielleicht hören, vorleben, dass Entwicklung und Weiterentwicklung keine Bedrohung sein muss. Und vielleicht denken wir darüber nach, ob wir nicht in bestimmten Maße und in bestimmten Rahmen Fortbildung tatsächlich verpflichtend machen. Was denken Sie darüber? Schreiben Sie mir, äußern Sie sich, wie auch immer. Ich freue mich. Nur ein kurzer Gedanke.